Ich habe extra meine Pille abgesetzt, weil ich meinen Körper nicht unnötig mit Hormonen zupumpen möchte und stelle jetzt fest, ich habe mir das im Prinzip täglich freiwillig ins Gesicht geschmiert. Ich schminke mich eigentlich schon echt gerne, auch wenn ich das jetzt nicht jeden Tag mache. Anders ist das ja bei einigen YouTuberinnen, die sich für ihre Tutorials schminken und dann auch Produkte empfehlen. Ich habe mal einige davon eingekauft und festgestellt, das sind schon echt ähnliche, wie ich sie selber privat zu Hause benutze. Jetzt habe ich aber in einer Reportage von Jäger und Sammler gesehen, dass in knapp ein Drittel der Kosmetika- und Körperpflegeprodukte hormonell wirksame Substanzen drin sein sollen. Ich frage mich, ist das giftig? Was schmieren wir uns da eigentlich auf die Haut? Um herauszufinden, was da eigentlich in meinem Make-up drin ist, habe ich im Netz recherchiert. Ich habe aber auch eine App namens CodeCheck benutzt. Damit kann man mehr über die Inhaltsstoffe im Make-up herausfinden. Ich möchte aber auch wirklich wissen, was diese Angaben bedeuten und habe mich deswegen nochmal verabredet mit der wissenschaftlichen Leiterin von CodeCheck, Dr. Mandy Hecht. Hi, ich bin Lisa Herde. Ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen Make-up mitgebracht. Einerseits mein eigenes Make-up, aber ich habe auch einige Produkte, die ich bei YouTuberinnen gefunden habe, mitgebracht. Zum Beispiel, das hat Paola Maria gezeigt und das habe ich bei Dagi V gefunden. Fangen wir mal hiermit an. Mhm. Der ist auch total beliebt bei YouTube. Das sind schöne Highlighter, ne? So ein Bronzer, genau. Ach, okay. Schauen wir mal. Ja, ich sehe da auch schon direkt total viel Rot und hormonell wirksame Stoffe. Was heißt das genau, hormonell wirksam? Was macht das jetzt in meinem Körper? Genau, das wurde in Tierversuchen wurde das gezeigt, dass die dort einen Einfluss haben auf das Hormonsystem. Das heißt also, dass so eine östrogenartige Wirkung, also dass das die Spermienqualität zum Beispiel beeinflusst oder dass Mädchen eher in die Pubertät kommen. Okay, krass. Das ist echt krass, ja. Ich benutze jetzt mein Make-up, da ist Methylparaben drin und dann benutse ich meinen Bronzer und da ist Methyl- und Butylparaben drin und dann benutze ich noch irgendwie was anderes, keine Ahnung, Mascara. Und eine Bodylotion, genau, das ist ja in Körper- und Pflegeprodukten auch drin. Was bedeutet das dann? Addiert sich das, dieser Effekt? Genau, also es ist einfach so, es gibt ja Grenzwerte in diesen einzelnen Verbinden, also in diesen einzelnen Produkten. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Duschgel benutzt, da sind Parabene drin, dann benutzt du noch eine Bodylotion und dein Make-up oder noch eine Sonnencreme, dann kommt man wirklich schnell über diesen erlaubten Wert und dann kann sich das summieren. Und dann hat man ja noch andere Stoffe drin, wie zum Beispiel Paraffine, die einfach das Durchdringen durch die Haut erhöhen und dadurch kann das auch wirklich einfach in den Körper gelangen. Der Schluss, den man daraus ziehen sollte, sollte das komplett verboten werden oder? Also wir arbeiten da ja auch mit dem BUND zusammen, die uns auch die Bewertung gibt und die Einschätzung für die einzelnen Parabene und wir sind schon dafür, dass diese Stoffe aus den Produkten rausgenommen werden und dass es Alternativen entwickelt werden. Ich habe jetzt im Prinzip einen halben Tag damit verbracht, mein Make-up zu testen und muss feststellen, da sind wirklich viele hormonell wirksame Substanzen drin. Und das finde ich irgendwie heftig und das bringt mich auch zum Nachdenken, denn ich habe extra meine Pille abgesetzt, weil ich meinen Körper nicht unnötig mit Hormonen zupumpen möchte und stelle jetzt fest, ich habe mir das im Prinzip täglich freiwillig ins Gesicht geschmiert. Ich weiß auch nicht, ob die YouTuberinnen wissen, was sie da eigentlich empfehlen und deswegen schreibe ich die auch nochmal an. Trotzdem bleibt ja die Frage, warum ist das eigentlich da drin? Das muss ja irgendwie einen Sinn haben. Ich treffe mich deswegen jetzt mit Frau Dr. Antje Siol von der Uni Bremen. Die hat nämlich einen anderen Blickwinkel auf Parabene. Sie forscht nämlich an ihnen und an Alternativen. Was ist denn der Grund, warum Make-up-Firmen auf Parabene zurückgreifen? Was machen die im Make-up? Also die Hersteller müssen ihre Inhaltsstoffe schützen für eine mikrobiellen Zersetzung und die tritt immer dann auf, wenn ihre pflegenden Produkte mit der Luft in Verbindung kommen oder mit Fingerchen, die einfach immer ein bisschen kontaminiert sind. Also Parabene sind einfach Konservierungsstoffe, kann man so sagen. Ich benutze mein Make-up auch gerne mal ein Jahr oder vielleicht auch länger. Ich weiß, da ist immer so eine Mindesthaltbarkeit, aber da achte ich jetzt nicht wirklich drauf, muss ich zugeben. Wenn ich das jetzt länger benutze und da wäre jetzt kein Konservierungsmittel drin, was könnte dann jetzt mit meiner Haut eigentlich passieren? Also was wären da die Folgen? Ich hoffe, dass Sie das dann nicht mehr auf Ihre Haut geben, denn Sie werden das an der Kosmetik dann sehen. Ja, die wird unansehnlich, da bilden sich tatsächlich im schlimmsten Fall Schimmelpilze drauf und dann gehen Sie davon selbst schon gar nicht mehr ran. Ja. Wie machen Sie das denn mit
Ihrem Make-up dann? Ich benutze ganz normal handelsübliche Kosmetika und auch Pflegeprodukte. Ich weiß ob der Wirkung der Parabene, aber ganz ehrlich, lieber die Parabene, als da irgendwelche Schimmelpilze drauf zu haben. Die sind diejenigen, die zur Hautirritation führen. Zu meinem Make-up. Also das ist jetzt das Make-up, was ich jeden Tag... Ja, genau. Das hier ist zum Beispiel einer, der hat auch ganz viele oder verschiedene Parabene drin. Und das ist der Verschluss. Also das ist im Prinzip das, was man aufträgt. Ich glaube, das wäre ohne solche Konservierungsstoffe überhaupt nicht zu denken, oder? Das geht gar nicht. Also sie wuseln mit diesem Pinsel oder Schwämmchen natürlich auf ihrem Gesicht herum. Ja, und sie kommen zudem noch in die Nähe des Mundes, ihre Nasenlöcher. Ja, und das ist ohne Konservierungsmittel überhaupt nicht verkaufbar. Das geht gar nicht. Sie haben, hätten sonst innerhalb von einer Woche da so einen grünen Film oben drauf. Wenn man darauf jetzt verzichten wollen würde, man sagt, wir wollen keine Parabene drin haben, dann müsste man kleinere Verpackungen machen. Von diesen Schwämmchen Abstand halten, das nicht direkt auf die Haut auftragen und das alles im Kühlschrank lagern. Ja, das wäre super. Niemand hat, wie gesagt, zurzeit eine bessere Alternative. Diese Parabene sind zurzeit leider immer noch das kleinere Übel. Okay. Ich konnte leider mit keiner der YouTuberinnen darüber reden, was da drin ist, denn mir hat keine geantwortet, was natürlich schade ist, denn die schmieren sich das Zeug ja irgendwie auch auf die Haut. Meine Frage für den Film war ja, wie schlimm das eigentlich ist, was wir da benutzen. Und das Fazit ist durchwachsen, denn ob und wie sich das auf den menschlichen Hormonhaushalt auswirkt, ist noch absolut unklar. Natürlich weiß ich werde jetzt nicht auf einmal tot umfallen, weil ich das benutze. Trotzdem bleiben da Zweifel, denn die Langzeitfolgen sind eben noch nicht erforscht. Und ich persönlich möchte dafür nicht als Versuchskaninchen herhalten. Vielleicht habt ihr es ja bemerkt, das war meine erste Reportage. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten würde mich jetzt noch interessieren, ob euch ähnliche Themen irgendwie sinnvoll erscheinen würden, zum Beispiel über Sonnenschutz und giftige Inhaltsstoffe da drin. Falls ja, schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Und die Reportage, die ich eingangs erwähnt habe von Jäger und Sammler, die könnt ihr hier finden.